Wir sind unter Wasser und damit willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich hoffe, ihr habt eure Tauchausrüstung ausgepackt, euren Schnorchel mit dabei und eure Harpune und Taucheranzug an. Denn wir tauchen jetzt in die Untiefen des Meeres, in die unheimlichen dunklen Gefilde des Atlantik, wie ich mir mal denken kann. Und ja, ich glaube, die meisten, die dieses Spiel blind spielen, die suchen sich erstmal dumm und lustig und sind total panisch, weil ja auch die Luftanzeige knapp wird, wo es denn nun weitergeht. Also einfach geradeaus erstmal springen, den Fässern folgen, so stand es, glaube ich, damals auch im Lösungsbuch. Und dann bei dem Schiffwrack hier einfach den Anker folgen. Der Anker, der zeigt dann das vorhandene Loch, wo man dann durchtauchen kann. Und so kommt man hier an diese Stelle. Es ist ein bisschen tricky. Also die Spiele, wenn man die jetzt, glaube ich, das erste Mal spielt, blind, ich kann es ja nicht nachvollziehen, weil, wie gesagt, ich kenne es ja, ist es wahrscheinlich echt gemein, sich zurechtzufinden. So, ja, der arme, arme Mönch. Ugh. Bitte knabber mich nicht an, Sharky. Oh. Habe ich gleich wieder einen Ohrwurm. Baby Shark, Baby Shark. Okay, lassen wir das. Ihr seid jetzt nicht hier, um meine Gesangskünste zu testen. Genau, der arme Mönch, der wurde zusammengeschlagen. Der wollte den Marco davon abhalten, dass er den Seraphen in die Finger bekommt. Aber seine Gefolgsleute sind ihm natürlich zuvorgekommen, haben ihn geschnappt und wir konnten ihn gerade so noch verhorchen, bevor er von Marco getötet wurde. Ich glaube, an diese Veränderung hat er jetzt nicht gedacht. Dachte, er wird jetzt begleitet von Lara. Die arme Socke. Das war's. Der kehrt nicht mehr zurück ins Kloster. Aber er hat uns die Information gegeben, die wir wissen wollten. Und zwar, dass diese ganze Geschichte mit dem Gianni, dass der Gianni hinter dem Seraphen schon her war und ihn missbrauchte und... Ach, das ist einfach so cool hier mit dem... Wo kommt denn das Licht her? Wo kommt denn der Lichteinfall her? Ich dachte, das ist in der Tiefe des Meeres. Okay. Hinterfragen wir nicht weiter. Wo war ich jetzt stehen geblieben, dass der Gianni halt diesen Seraphen missbrauchen wollte und Kräfte zum Erwecken gebracht hat? Tolles Deutsch. Die man nicht unterschätzen sollte, die gefährlich sind und dass er das alles als Machtdemonstration natürlich jetzt seinen Kult integrieren möchte. Der Marco will das ganze Jahr fortsetzen, hatte aber leider, bevor der Mönch noch mehr erzählen konnte, den Mönchen mundtot gemacht. Leider. So, ich glaube. Sag mal, eine Frage. Wie kommt ihr eigentlich hierher? Das verstehe ich schon wieder nicht. Aha. Da müssten ja schon mehrere U-Boote abgetaucht sein. Eine Exkursion, eine, wie sagt man das? Mir fehlt gerade das Wort. Aha. Erster Silberdrache. Verdammt, wie heißt denn das Wort? Eine erste Gruppe schon ausgesendet worden ist? Okay, ich spreche jetzt wie Yoda. Ich kann nicht mehr sprechen. Was ist denn jetzt los? Die das Ganze hier schon mal erkunden sollte wahrscheinlich. Und auf die stoßen wir hier gerade. So, wir müssen uns unseren Weg erstmal hier durchkämpfen. Weil unser Ziel ist das alte, untergegangene Wrack, das anscheinend, wie in dem Gespräch ja von dem armen Bruder erzählt, wurde, das bombardiert wurde und dadurch gesunken ist. Es gibt ja drei Parteien insgesamt, die interessiert sind an diesen Seraphen oder den beschützen wollen und in ihre Finger kriegen wollen. Und zwar sind das zum einen ja die... Aua! Oh, ich sollte mich eigentlich um den Typen erstmal kümmern hier. Oh. Immer wird mir hier abgelenkt. Und zwar sind das ja einmal die Mönche, die den Seraphen beschützen wollen in ihrem Kloster, unter Verschluss halten wollen, damit keiner die Macht missbraucht oder den Dolch nutzt. Der Seraph ist ja der Schlüssel zum Dolch, so. Dann haben wir hier Lara, die daran interessiert ist. Und dann natürlich dieser Scheißkult hier von der Firma Lehrer. Und alle beiden lernen wir noch im Laufe dieser Geschichte weiter kennen.
So, das war der Vortrag des Tages. Wir speichern jetzt erstmal ganz kurz. Weil speichern ist das halbe Leben, sagt man doch immer, ne? Nein, sagt man nicht. Habe ich den jetzt alles abgeluchst, was geht? Der hatte was? Was war mit ihm? Der hatte anscheinend nichts. Oder es ist hier jetzt weggeglitscht in der Textur. Das wäre dann mein Glückstag. Nicht? So, jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen jumpen. Faden. Wahrscheinlich ist das die Tiefe, in der wir uns befinden. Jetzt. War jetzt nicht eins meiner Lieblingslevel, muss ich sagen. Weil es halt viel hier mit Zeithebeln zu tun hat und sehr verwirrend mit den ganzen Gängen hier. Also unter Zeitdruck kann ich ja sowieso nicht. Da fühle ich mich immer nicht so wohl. Mach das, wenn dann schon gemächlich in meinem Tempo. Da ist zu. Warum ist da zu? Ah, ich glaube, ich weiß, welche Tür das war. Okay, sorry, wir müssen erstmal da wahrscheinlich. Siehst du, da geht's schon los. Da geht's doch einfach schon los. Okay, nochmal. Nochmal das Ganze. Oh, Lara. Was veranstalte ich hier gerade wieder für einen Hampelzirkus? So. Und zack, da wollten wir ja rein, ne? Genau. Ich werde hier, glaube ich, auch in einer Tour speichern, weil das einfach hier so gemeine Stellen sind. So. Barracuda! Und so ein blöder Hai hier auch noch. Guck mal. Dürfen wir nicht am ersten Secret vorbeilaufen? Da kenne ich nichts. Das muss mit. Und ich möchte nicht als Haifutter enden, danke. Auch für die Unterwasserpflanzen, die finde ich aber sehr authentisch. Finde ich gut gemacht, gutes Remaster. Hätte natürlich noch besser sein können, ja. Gibt immer noch eine Steigerung bei jeder Sache, aber ich finde das schon gut gelungen, ehrlich gesagt. Guck mal. Macht er das nochmal? Nein? Schade. Ich weiß auch gar nicht, ob wir jetzt hier in diesem Wrackkomplex, Schiffskomplex schon sind oder was das jetzt hier genau sein soll. Und das finde ich aber wieder cool, dieses Detail, wie das hier aus dem Gitter schon so rausläuft, das Wasser. Das sind halt so kleine Sachen, die die hinzugefügt haben, genauso wie der Kronleuchter beim Opernhaus. Was das Ganze einfach noch ein bisschen ästhetisch schöner macht. Noch hier ein bisschen detailreicher. So, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal hier längs. Boah, die muss auch kalte Füße haben, die Frau, oder? Die holt sie noch einen Schnuppen. Vor allem die ganze Zeit in dieser kalten Klamotte. Nassen Klamotte, nicht kalten Klamotte. Wo müssen wir denn jetzt lang? Wir müssen, glaube ich, mal kurz überlegen. Da längs. Da, genau, da war der Hebel. Und dann nochmal hier, dann müsste sich die Tür da hinten... Nee, der Hebel da müsste sich, genau. Müssen wir uns nämlich beeilen, das ist ja alles schon wieder auf Zeit, der Scheiß. Einmal hier längs. Oh scheiße, nein. Ich muss doch erst den Hebel umlegen, verdammte Axt. Das schaffen wir nicht mehr, oder? Schaffen wir das? Oder müssen wir hier nämlich... Oh nein. Das war der Hebel, den ich gesucht habe. Scheiße. Oh nein. Damn it. Da ging schon wieder irgendwas. Kacke. So. Jetzt sind da nämlich alle vier Feuerstellen aus. Oh, dieser Druck, dieser Zeitdruck macht mich wahnsinnig. Komm schon. Damals, als ich noch Cheats hatte, Cheats genutzt habe,
Oh nee, ich hab's befürchtet. Scheiße. Kacke. Das hat nicht gereicht. Da habe ich mich dann immer, bin ich dann immer durchgelaufen, hab schon den Hebel umgelegt und bin dann ins Wasser dahinter. Aber jetzt will ich ja nicht cheaten. Das müssen wir so schaffen. Das müssen wir so schaffen. Das schaffen wir auch. Nummer 1. So, dann diesen Hebel hier. So, und dann müssen wir jetzt nämlich hier durch. Puh, okay, das ging flüssig. Und jetzt hier einmal. Schnell, 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 schnell. Speichern, speichern. So, und jetzt, let's go. Schnell. Schnell, schneller. Nein, schnell, habe ich gesagt. Nicht trödeln. Schwing die Achsen. Alter, wie schnell soll man denn sein? What the fuck? Oh Gott, wie schnell sollen wir denn da bitte sein? Also bitte. Also bitte, jetzt mal ernsthaft. Ihr wollt mich doch verarschen. Oder muss ich da den anderen Hebel nochmal umlegen, damit das was wird? Scheiße, ernsthaft? Ernsthaft jetzt? So. Und nochmal den hier. So. Schnell. Da ist jetzt alles aus. Finde ich gut. Wir haben es geschafft. Halleluja. Aber ich mag ihren Swimsuit. Ich mag ihren Taucheranzug hier. Sehr schön. So, Fischis. Kommt raus. Ich weiß, ihr wollt mein zartes Fleisch anknabbern. Kommt das nächste Hindernis nämlich. Ich sag euch, das Level ist echt mies. Erstmal hier wieder hoch. Dann haben wir hier irgendwo einen Hebel. Da. Dann müssen wir nämlich da runter schnell tauchen, weil die Luft sonst knapp wird. Und dann haben wir hier nämlich das nächste Drachenviech. Bam. Mit schön viel Harpunen. Die werden uns noch nützen. Mm. So, mach die Klaue auf. Los, schnell. Ha. Schnell. Und noch mehr Barracudas. Wow. Das fehlt uns noch. Wie Cäsar. Wieso wie Cäsar? Wie Cäsar-Film, ja. Der war schlecht. Warum denn wie Cäsar? Ist er auch meilenweit geschwommen? Muss die Luft anhalten, oder was? Oh, mysteriöse Musik wieder. Weil wir uns der Maria Doria nähern, oder warum? Hahaha, jetzt können wir wieder ein bisschen Unruhe stiften hier. Buchstäblich. Chaos. Ach,
Spaß muss sein, Leute, das Leben ist ernst genug. So. Und zwar müssen wir uns jetzt hier gleich wieder einmal ein bisschen hin und her hüpfen. Wir haben ja hier zwei Wege. Das ist, glaube ich, egal, welchen Weg wir zuerst gehen. So. Denn jetzt haben wir hier nämlich einiges zum Einsturz gebracht. Die Plattformen sind jetzt etwa unterschiedlich hoch, dass wir hier einmal hochklettern können. Da. Das wäre der nächste Hebel. Schon mal die Klappe geöffnet. So, und das uns vorsichtig runter, mit Betonung auf vorsichtig. So. Et voilà, das hat schon mal geklappt. Lara, bitte. Also bitte, gute Frau, stellen Sie sich jetzt nicht so an, ja? Das hat doch sonst immer funktioniert. So. Einmal hier an der Seite hoch. Damals konnte ich ja immer so entspannt, da habe ich dieses Level hier immer übersprungen tatsächlich. Da konnte ich aber leider nicht cheaten, weil ich wusste immer nicht bei 40 fahren, wo ich halt hin muss, ne? Weil ich das damals mit dem Anker noch nicht gesehen habe, mit dem Loch da hinten beim Wrack. Und da war, steckte ich dann immer fest tatsächlich. Da wusste ich dann immer nicht weiter. Weil du musst ja springen, dich im Kreis drehen, Fackel ziehen oder Pistolen ziehen für den Levelsprung, für den Level-Cheat. Und da war ich dann aufgeschmissen. Das ging dann irgendwie nicht. Ich glaube, bei der PlayStation-Version damals hattest du eine Tastenkombination gehabt, oder? Die du drücken musstest. Und dann macht er automatisch Waffencheat. Munition hat er dann aufgefüllt, die Fackeln etc. Und für die andere Tastenkombi konntest du ins nächste Level springen. Da war das natürlich ein bisschen angenehmer oder praktischer. Aber für die PC-Version, glaube ich, war das dann schwierig. Schwierig war das. So, irgendwie lag hier nicht nochmal was rum oder so für uns zum Aufheben. Bin ich da irgendwie jetzt blöd? Muss mal kurz in die alte Version reinswitchen. Ah! Hilfe! 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 Hier lag nichts rum. Ich war so davon überzeugt, dass hier was lag. Ja, schieß mich tot. Alles gut, halt verdient. Ach, wie schön, die alte Version. Na gut. Dann nicht. Mir gönnen sie einfach keine Harpunen, das ist es. Ja, nein, 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 nein. Hör auf jetzt hier. Aber ich glaube, ich muss trotzdem Medipack nehmen. Das nützt nichts. Kriegen wir nämlich gleich Besuch. Uzi. Nee, M16? Ich weiß es nicht. Fallen so um wie Fliegen. Aha. So. Du hast nichts? Doch, du hast was. Natürlich hast du was. Aha. So. Kamen die auch schon mal zum Einsatz hier? Aha. Das wahre Mittel gegen die Bösen, wisst ihr Bescheid? So. Ja, wir haben jetzt alle Drachen. Hervorragend. Dann können wir ja entspannt ins nächste Level ziehen. Ich verabschiede mich, liebe Leute. Das war's schon wieder. Das war eine recht knackige, kurze Folge tatsächlich gewesen. Und bevor ich jetzt hier kalt gemacht werde vom Froschmann, laufe ich doch lieber ins Levelende. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und habt noch einen schönen Tag. Ciao.